Hallo, ich bin Dieter Stein, ich bin Schlagzeuglehrer hier an der Musikschule Wedemark e.V. Und das Schöne am Schlagzeug ist eigentlich die Vielseitigkeit. Es gibt etwa 2000 verschiedene Schlaginstrumente, die man in verschiedene Kategorien einteilen kann. Da gibt es zum Beispiel die Mallet-Instrumente, wie Xylophon, Vibraphon, Marimbaphon. Da gibt es so die klassischen Schlaginstrumente aus dem Orchester, wie Pauken und Becken. Und dann gibt es Latin Percussion Instrumente wie Congas, Bongos und so weiter und das klassische Drumset, so wie man das in der Band in der Regel spielt. Wir verwenden hier im Unterricht eigentlich ganz gerne elektronische Drumsets, wie man sie hier auch gerade sieht. Der Vorteil ist, dass man mit dem Schüler besser kommunizieren kann, weil das Instrument selber nicht so laut ist, die Lautstärke ist regelbar und wir haben die Möglichkeit, das elektronische Drumset mit dem Computer zu verbinden und mit verschiedenen Softwares zu arbeiten. Bei dieser Software kann der Schüler die Noten auf dem Bildschirm verfolgen. Er bekommt allerdings auch die Noten von mir zum Üben mit nach Hause. Der Cursor zeigt dem Schüler stets an, wo er sich gerade im Stück befindet. Natürlich ist das Stück etwas länger als nur diese 8 Takte, aber die Software blättert dann selbstständig um. Aber am besten führt Luca das jetzt einfach mal vor. Schauen wir uns mal das Ergebnis an. Wie man sieht, sind die Noten nun farbig markiert. Die blauen Markierungen zeigen an, dass der Schüler die Noten in einem vertretbaren Rahmen auch richtig gespielt hat. Anhand der roten Kennzeichnungen können wir erkennen, wo es jetzt noch Probleme gibt. Wir können dann diese Stellen einfach markieren und dann diese Teile auch langsamer üben, sodass man halt gemeinsam daran arbeitet, dass das Spiel sich halt dann verbessert. Der Schüler bekommt für sein Spiel auch Punkte. Das wird unterteilt in Excellent, Good oder Okay. Für Excellent, für jede Excellent gespielte Note gibt es 30 Punkte, für jede gut gespielte Note 20, für jede Okay gespielte Note halt 10 Punkte. Verwenden hier auch noch eine andere Software, bei der der Schüler dann frei spielen kann, also ohne Noten. Auch hier bekommt der Schüler dann am Ende halt eine Auswertung in den Bereichen Kick, Beat, Variation, Technik und Ausdauer. In diesem Fall hat der Schüler hier 426 Punkte erreicht und wird dann dort in eine Weltrangliste einsortiert der letzten Woche und ist da in diesem Fall auf Platz 739 gekommen. Wer bei Schlagzeug nur an das eben gesehene Drumset denkt, liegt falsch. Gerade die schon erwähnte Vielseitigkeit macht es besonders interessant. Im Mallet-Bereich zum Beispiel können wir Melodien und Akkorde spielen. Hier darf es dann also auch ruhig mal ein Weihnachtslied sein, was bei den anderen Schlaginstrumenten wohl schwierig wird. Wir sehen hier stellvertretend das Vibraphon im Unterricht. Jetzt ist ja die Überschrift Children's Dream, Kindertraum. Und wenn wir das Ganze jetzt mal noch eine Stufe leiser ansetzen, zwar sehen, dass wir die Dynamik rauskriegen, aber dass es eben doch mehr Traum ist. Ne? Jetzt ist ja doch ziemlich Albtraum so.
Wer sich jetzt wundert, dass wir vier Schlägel in den Händen halten, das ist nicht unbedingt die Regel. Mit zwei Schlägeln kann man auch schon sehr schön Mallet spielen. Allerdings mit vier Schlägeln wird das Spiel solistischer und virtuoser. Zusammenarbeit mit den anderen Kolleginnen und Kollegen haben auch andere Instrumente wie Klavier, Bass oder Blasinstrumente den Weg zu Percussion-Tonal gefunden.